Hallo Leute, ich bin's Sidu und ich mache heute mal ein bisschen Eila-Prep. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, endlich wieder am See. Wie ihr sehen könnt, sitze ich nicht wie üblich auf einem Steg, sondern irgendwo nirgendwo in der Uferzone. Das liegt daran, dass der See, also die Stege am See, es sind so 6-7 Stück, alle komplett voll sind mit Menschen. Ich weiß nicht, wer diesen Geheimtipp hier veröffentlicht hat, aber auf jeden Fall sind es inzwischen sehr viele Menschen hier. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem ein Plätzchen gefunden, in dem ich mich in Ruhe zurückziehen kann und heute mit euch den McTala besprechen möchte. McTala ist ein unabhängig abgefüllter Single Malt Whisky von Morrison und es handelt sich hier um einen Secret Isla Whisky. Das heißt, der kommt auf jeden Fall von der Insel Isla. Wir wissen nicht aus welcher von den neuen Destillerien, die es gibt. Und er wurde abgefüllt von Morrison. Der hat sich quasi Fässer ausgesucht und gesagt, ah ja, die finde ich geil, die schmecken mir, die verheirate ich miteinander und fülle das ab unter diesem Label. Morrison ist jetzt schon in 4. Generation unabhängiger Abfüller und in dieser McTala-Reihe gibt es 3 Whiskys. Es gibt den Terra, den Strata und den Mara. Ich habe hier jetzt den Mara. Diese 3 Single Malts sollen sozusagen die Shores, also die Küstenregionen von Isla symbolisieren, darstellen, einfangen. Und genau, ich habe jetzt hier den Mara. Das ist eine Cask Strength, also wir haben hier 58,2%. So kommt er direkt aus dem Fass, ist nicht verdünnt worden. Er ist nicht gefärbt, er ist nicht kühlgefiltert. Ist in der grünen Flasche, das heißt, wir können zur Farbe jetzt noch nicht so viel sagen, es sei denn, wir füllen ihn jetzt ab. Ich finde übrigens hier oben auf dem Korken ist so eine Kupferprägung, die ist sehr schön, da ist das M für Morrison eingraviert. So. Ja. Ich habe mich für ein kurzstieliges, sehr breites Glencairnglas entschieden, einfach weil ich hier nur solche Gläser habe, beziehungsweise ich hätte noch ein langstieliges mitnehmen können, aber die sind mir für den Transport immer so ein bisschen zu zerbrechlich. Und ich muss ja hier ein Stück hinlaufen und deswegen habe ich ein kurzstieliges genommen. Das ist nicht ganz so, weil also es ist mir schon passiert, dass ich den Stiel abgebrochen habe. Ja, ein Talent vom Herrn. So, beim Eingießen hatte ich jetzt schon so, also natürlich so ein bisschen alkoholischen Geruch, ist aber auch normal bei 58%, würde ich sagen. Und es kam schon sehr so eine Zitrusfruchtnote hochgehüpft zu meiner Nase. Der Whisky ist sehr hell, also quasi ja, relativ typisch für so einen Isla Whisky. So einen Goldton haben wir hier. Powerful und smoky, es ist also definitiv ein peated Whisky. Ich hoffe, ihr könnt ihn noch sehen. Und ich muss auch sagen, ja, diese sehr fruchtige, hellfruchtige, vielleicht nicht unbedingt Zitrone, aber irgendwas Zitrusartiges, ist sehr markant, ganz vorne in der Nase. Also es gibt auch so eine leichte Rauchnote dahinter, die merkt man schon. Es erinnert mich sehr an so eine saure Grapefruit. Oh, ich habe heute gelernt, der Unterschied zwischen Pamplemousse und Grapefruit. Eine Pamplemousse ist weniger süß und ein bisschen größer als eine Grapefruit. Es erinnert mich also eher an eine Pamplemousse. Ich finde das Wort total toll. Dann natürlich auch Achtung, jetzt kommt Bullshit-Bingo. Vanille und Honig rieche ich natürlich auch. Dadurch, dass die meisten Single Malts irgendwann mal einen Ex-Bourbon-Cask gesehen haben, sind Vanille und Honig immer richtig, wenn ihr das sagt. Wenn ihr irgendwie keine Ahnung habt, wonach der Whisky riecht, ihr wollt aber irgendjemanden beeindrucken, sagt Vanille und Honig. Wenn die Leute keine Ahnung haben, dann sind die beeindruckt.
Aber das ist gefühlt in jedem Whisky irgendwo zu finden. Diese süße Note. Ich bin sehr gespannt. Das ist eigentlich so ein rauchiger Whisky ist für mich immer nicht so passend für so einen sommerlichen Tag. Aber ihr seht, ich sitze hier auch in langer Hose und Pulli. Es ist zwar super schön sonnig, aber irgendwie auch noch arschkalt. Deswegen passt da wieder irgendwo so ein bisschen. Ist natürlich auch wieder mal sehr professionell von mir vorbereitet. 58%, erster Whisky des Tages. So macht man es eigentlich nicht. Also dieser Alkoholgehalt wird beim ersten Schluck erstmal komplett dominant sein und mein ganzer Mund wird taub sein und ich werde nichts anderes schmecken außer den Alkohol. Das ist normal bei so einer hohen Prozentzahl. Normalerweise, oder es ist zu empfehlen, dass man dann mit was Leichtem, zum Beispiel so 40%, einfach ein bisschen vorglüht, den Mund schon mal so ein bisschen vorbereitet auf das, was da kommt. Habe ich jetzt nicht hier. Das heißt, ich genieße jetzt volle 58% direkt frisch auf meinen unvorbereiteten Mund. Zlange. Ich muss gerade schmunzeln, weil am Anfang dachte ich mir so, oh, das geht ja. Und dann breitet er sich irgendwie so aus. Und ich dachte mir dann kurz so, nein, das geht doch nicht. Also viel habe ich jetzt noch nicht, was ich euch mitteilen kann. Außer dass so, ich finde, es gibt bei Whisky so einen Moment vor dem Alkohol, bevor man quasi diesen Alkohol spürt, wo der einfach nur sanft und weich und flüssig und ölig im Mund rumliegt. Bei manchen ist dieser Zeitraum sehr kurz. Bei ihm war er jetzt sehr lang, finde ich. Und da kriegt man schon mal so eine erste Geschmacksnote mit. Ich weiß nicht, ob das eine Art Kopfnote ist oder was. Hier hatte ich jetzt sehr, und das habe ich bei 3-4 Whiskys bisher in meinem Leben schon gehabt, so eine sehr starke Zirbennote. Also irgendwie so was Harziges, Holziges hatte ich hier ganz, ganz vorne dran. Und dann kam so ein bisschen diese saure Frucht. Und dann hat mich der Alkohol einfach platt gemäht. Dann habe ich nicht mehr viel gehabt, außer einer leichten Rauchnote, die halt irgendwo immer mit dem Alkohol, finde ich, einhergeht. Aber mehr halt auch noch nicht. Aber ist schon schön hier, ne? Auch mal so ohne Steg. Schon toll. Und das Schöne ist, so früh im Jahr sind noch keine Mücken hier. Das ist auch angenehm. Wagen wir uns an den zweiten Schluck. Der war vom Aufbau her ähnlich. Nur, dass ich jetzt hinten raus ein bisschen mehr geschmeckt habe. Also ich hatte auch hier jetzt am Anfang sehr, sehr lange dieses ölige, kein Rauch, nur dieses sehr zirbige, sehr, oh, das ist nicht wirklich bitter, es ist nicht wirklich sauer, es ist irgendwo was dazwischen. Ich kann es nicht genauer beschreiben als so. Es erinnert mich auf jeden Fall immer sehr stark an Zirbenschnaps, an nicht so süßen Zirbenschnaps. Es gibt manchmal welchen, der so quietschesüß ist, aber der ist wirklich eher wie so ein Bitterlikör. Dann kommt so diese Bumblemuse. So von der Note her passt da sehr gut auch rein, so in dieses sauer-bittere. Und dann steigt so langsam dieser Rauch ein, der auch sehr dieses Schweflige hat. Ja, fast schon schweflig. Dieses leicht sauer-bittere, aschige als Rauch und dann entwickelt sich das so ein bisschen zu einem tieferen Rauch, aber trotzdem bleibt der so sehr schweflig, der Rauch. Ja. Also auf jeden Fall sehr, sag ich mal, von der geschmacklichen Reise her sehr fließend ineinander übergehend. Manchmal hat man so Whiskys, da hast du so einen Geschmack, dann den nächsten und dann den Geschmack. Und hier ist das wirklich so eine Reise, was ich sehr, sehr schön finde. Aber
so ein bisschen, dann hört es auch auf, ne? Also du hast diese Geschmacksreise und wenn du so gar nicht auf dieses bittere, bittersauere stehst, dann ist der grenzwertig, würde ich sagen. Ich versuche jetzt nochmal rauszukriegen oder ihn zumindest einzuordnen, was so die anderen Islay Whiskys angeht. Aber ich glaube, das fällt mir bei dem echt schwer, da einen vergleichbaren anderen Malt zu finden. In der Nase ist er wesentlich süßer als im Geschmack. Da habe ich dieses bitter-saure gar nicht, die Bumblemose. Sondern da ist es eher so eine fast schon so eine Nektarine oder Clementine, wenn wir heute mal bei der Obstkunde sind. Boah, das ist super schwer. Nee, ich habe tatsächlich keinen Tipp. Ich gucke nochmal. Aber es ist tatsächlich ein Single Malt. Das heißt, er kommt aus einer Islay-Distillerie. Nicht aus zwei, nicht aus dreien, sondern wirklich nur aus einer. Und trotzdem habe ich so die Fruchtelemente, hätte man irgendwo so in Richtung Artback stecken können. Den Rauch hätte ich jetzt eher so bei Lafroy gesehen. Aber es ist beides absolut nicht zutreffend. Er hat auch, finde ich, so gut wie nichts von einem Nagavulin. Da ist der Rauch einfach zu bissig für. Für einen Cal Islay und für einen Beaumont ist er, finde ich persönlich, nicht salzig genug. Also der hat im Vergleich zu vielen Islay oder allgemeinen Küstenwhiskys kaum Salz. Vielleicht ein Kilhoman. Die haben ja meist sehr fruchtige Drums. Aber da bin ich tatsächlich zu wenig drin, weil einfach ich habe tatsächlich jetzt noch nie einen, also ich habe Kilhoman zu Hause stehen, aber es sind alles solche Sammelwhiskys. Ich habe noch keinen Kilhoman so zum allgemein Trinken. Deswegen bin ich mit dem Geschmacksprofil nicht so vertraut wie mit den anderen. Ardnahoe habe ich noch nie eingetrunken. Das wird sich ja Gott sei Dank in nicht ganz zwei Wochen ändern. Da sind wir nämlich auf Islay und werden auch Ardnahoe besuchen. Freue ich mich schon mega drauf. Ich war nämlich das letzte Mal auf Islay, als die gerade ihre Brennblasen geliefert bekommen haben. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf diese Distillerie. Und was gibt's da noch? Brookladdich, Bunahabhain. Bunahabhain ist, finde ich, persönlich immer etwas milder. Und Brookladdich hat ein sehr breites Portfolio, aber da passt der auch nicht so richtig rein. Ich kann es euch tatsächlich diesmal überhaupt nicht sagen. Ich kann keinen Tipp abgeben, weil er, finde ich, nirgendwo so richtig reinpasst. Wer kräftigen Islay-Rauch mag, der kommt hier, es ist spezieller Islay-Rauch. Also wer formulieren wir es anders. Wer einen Islay Whisky probieren möchte, der jetzt nicht so diesem Standardprofil der einzelnen Distillerien entspricht, der ist hier, denke ich, richtig. Wer jetzt was klassisch Phenolisches, was klassisch Saures, was klassisch Fleischig-Salziges sucht, findet das wahrscheinlich hier nicht unbedingt. Ist, finde ich, es ist irgendwo ein Islay Whisky, aber auch nicht so ganz. Ja, es ist ein Islay Whisky, aber es ist nicht so 100% ein Islay Whisky, wie ich sage. Also wenn ich den probiert hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, war von der Rauchstärke her wahrscheinlich Islay. Aber das war es dann halt auch. Schwer zu bewerten. Ich mag hier das Preis-Leistungs-Verhältnis. Der ist gar nicht so teuer. Ich blende euch den Preis ein. Das war auf jeden Fall, glaube ich, unter 70 Euro oder so. Also machbarer Preis. Vor allem halt für die Fassstärke. Ja, für die Menge an Alkoholgramm, Reinalkoholgramm, die hier drin sind.
ist das Preis-Leistungs-Verhältnis echt gut. Ja, er kriegt von mir tatsächlich, ich probiere nochmal. Ich mache das ja immer. Ich probiere nochmal und dann sage ich euch eine Punktzahl. Der riecht echt geil. Und auch die Zirbennote ist echt geil. Dann wird er sehr speziell hinten raus. Und dann, also im Abgang ist er auch tatsächlich ein bisschen flach. Also schnell weg. Für 58%. So. Er kriegt 6 von 10 Punkten von mir. Müsst ihr probieren. Ganz ehrlich, kann ich jetzt keine guten Gewissens einfach so Empfehlungen rausgeben. Probiert ihn, ob er was für euch ist oder ob ihr eher sagt, ist jetzt nicht so meins. Wenn ihr ihn schon mal probiert habt, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin mal gespannt. Vielleicht ist es für euch auch die Offenbarung gewesen. Das finde ich ja immer super spannend, wenn Whiskys so polarisieren und die Leute so super unterschiedliche Meinungen dazu haben. Und wer auf jeden Fall schon mal die anderen beiden Abfüllungen, Strata und Terra, probiert hat, kann mir das auch gerne mal schreiben. Würde mich interessieren, ob ihr die besser findet, anders findet, was ihr allgemein dazu sagt. Und ja, das war's, glaube ich, was ich zu dem McTaller sagen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Slange!